Ja, liebe Pilzfreunde, ich bin im Wald, obwohl es regnet, das ist auch schön. Und ich will mal schauen, was ich heute für Pilze sehe. Und da sehe ich schon den ersten Pilz. Das ist ein flockenstieliger Hexenröhrling. Ein sehr guter Speisepilz. Der ist nicht mehr so schön. Ich nehme den mal mit, aber da muss ich was rausschneiden dann. Und hier schon die nächsten Pilze, das sind Täublinge. Farblich sehr schön. Und wenn sie mild schmecken, dann sind sie essbar. Wirklich sehr schöne Pilze, diese Täublinge. Diesen Täubling habe ich jetzt probiert und er hat einen sehr scharfen Geschmack. Das ist ein Buchenspeitäubling und der ist natürlich nicht essbar. Und hier habe ich einen Pfifferling gefunden. Er gehört zu der Familie der Leistlinge und ist ein hervorragender Speisepilz. Das ist ein Schopftintling. Der Schopftintling ist essbar, solange er weiß ist. Und wenn man die Tinte sieht, wie hier, ist er natürlich nicht mehr essbar. Das heißt, sobald er nicht mehr weiß ist, ist er nicht mehr essbar. Hier sehen wir den spitzschuppigen Schimmling. Und der ist wirklich stark giftig. Also Achtung auch bei den Schimmlingen. Von unten sieht er so aus. Und wenn er offen ist, sieht er so aus. Stark giftig. Ja, auch wenn es regnet, ist es sehr schön im Wald. Ich finde diese Stimmung einfach toll. Und das ist der weiße Büschelrasling. Der ist ungenießbar. Das ist der falsche Pfifferling. Es gibt Leute, die diesen essen, ich nicht, weil er ist magen-darm-giftig bei größeren Mengen. Der falsche Pfifferling. Immer wieder schön anzutreffen, farblich sehr schön, das ist der giftige Fliegenpilz. Das ist der grünblättrige Schwefelkopf und der ist magen-darm-giftig und sehr bitter im Geschmack. Wirklich toll, dieser Pilz. Das ist der orange Becherling, farblich wirklich sehr schön, eigentlich essbar, aber es lohnt sich nicht, diesen mitzunehmen. Jetzt habe ich einen Herbstpfifferling entdeckt, der gehört zur Familie der Leistlinge und da freue ich mich ganz besonders, dass diese jetzt wachsen. Ein sehr leckerer Speisepilz. Trompeten oder Herbstpfifferling. Das ist der Hallimasch. Der Hallimasch ist essbar, aber nur nach Abkochen, zweimaligem Abkochen und Wegschütten des Wassers und aber auch nur, wenn man sehr kleine Exemplare nimmt und am besten nur die Hüte, weil die Stiele sind sehr zäh. Der Hallimasch. Das ist der klebrige Hörnling. Der ist eigentlich nicht giftig, aber sehr zäh. Man sagt ihm auch Zwergenfeuer. Das ist der graublättrige Schwefelkopf. Und das ist wirklich ein sehr guter Speisepilz und im Vergleich dazu der grünblättrige Schwefelkopf, sie wachsen an den gleichen Standorten und der ist giftig. Also nur ein Profi sieht den Unterschied. Das ist der gelbe Ockertäubling und der Ockertäubling, der wäre eigentlich essbar, aber er schmeckt mir nicht so gut, darum nehme ich ihn nicht mit. Hier haben wir den Schönfußröhrling. Der Schönfußröhrling ist aber giftig. Er hat einen schönen Fuß, darum heißt er so. Und oben sieht er so aus. Schade, dass der nicht essbar ist. Das ist ein Sandfußkrempling, der wäre eigentlich essbar, das heißt nach Abkochen. Aber der schmeckt überhaupt nicht gut. Also wenn es nichts mehr anderes hat, kann man den mitnehmen, aber ich empfehle das nicht. Da haben wir den giftigen Seifenritterling. Der sieht unten so aus. Also typischer Ritterling, aber eben, der ist giftig. Das ist die Ziegenlippe. Das ist wirklich ein sehr guter Speisepilz, aber dieses Exemplar ist definitiv zu alt, um mitzunehmen. Das ist der grüne Anistrichterling, der ist essbar. Aber man muss sich wirklich überlegen, den zusammen mit anderen Pilzen zu kochen. Der Geschmack ist wirklich sehr dominant. Er riecht wirklich sehr stark nach Anis. Das ist der Knoblauchschwindling, der mit dem schwarzen Stiel und der riecht wirklich sehr stark nach Knoblauch und ist aus diesem Grund ein sehr guter Würzpilz, aber auch recht dominant.
Da haben wir den filzigen Gelbfuß und das ist wirklich ein wunderbarer Speisepilz. So sieht er aus von unten. Das ist der ziegelgelbe Schleimkopf und der ist auch essbar. Aber Achtung, den dürfen nur Profis mitnehmen, weil der ist wirklich schwierig zu erkennen, wenn man ihn nicht kennt. Und daher, ich nehme ihn mit, aber lasst ihn sonst stehen. Hä? Das ist der schärfste Täubling, den ich kenne. Das ist der Stachelbeer-Täubling. Und wenn man ihn auf der Zunge hat, das ist wirklich wahnsinnig, wie der brennt. Das will ich nicht nochmals erleben. Also nicht kosten, einfach nur anschauen. Ja, liebe Pilzfreunde, es ist sehr nass im Wald und das ist sehr gut für die Pilze. Im Moment hat es eine sehr große Artenvielfalt, aber nicht so viel essbare Pilze. Aber das wird sich noch ändern in den nächsten Tagen, da bin ich überzeugt.